Moin Moin aus Hamburg! Wir heißen Axel. Ja, heute wird's ein wenig privat, denn Axel hat ein besonderes Hobby. Axel, privat, Hobby, jetzt hast du eine gewisse Spannung aufgebaut. Ja, jetzt wollen wir natürlich. Ja, also ich gehe seit mehr als 12 Jahren zweimal die Woche regelmäßig zum Boxtraining. Dort gibt es Thai- und Kickbox-Sport. Und ich bin zu diesem Sport gekommen, das zeigt euch auch gleich der nachfolgende Film, durch meinen Freund Till Görres, den ich also unabhängig vom Boxsport kenne. Und habe sehr viel Spaß an dieser sehr anspruchsvollen und konditionell belastenden Sportart. Und mein Freund Axel war auch schon ein-, zwei-, dreimal mit beim Training. Marian Suhr, unser Kollege, mit dem wir kürzlich gedreht haben, war auch schon mal mit. Der ist ja immer so laut, weißt du? Tja, stöhnt ja, immer so. Stöhnt immer ein bisschen, ja. Und da auch Axel Gefallen an diesem Sport findet, zumindest was das Zuschauen angeht, haben wir uns auch vor Jahren dazu entschieden, für eine Boxgala, die jetzt in diesem Jahr, glaube ich, das 15. Mal stattfindet, zu sponsern. Und wir haben auch noch ein paar Partnerfirmen dazu gewonnen. Ich glaube, es sind insgesamt, die Zippel-Familie besteht aus 7 Sponsoren. Und diese Boxgala findet am 3. November statt, hier im Mehrtheater in Hamburg. Und da gehen wir beide hin mit Freunden, mit Familie und auch noch mit Geschäftspartnern. Und das ist immer total super, oder Axel? Wenn das ja, blöd? Also man muss es mögen. Ich habe auch spätestens nach den 3 zusammen, nach den 3 Versuchen, die wir gemacht haben, miteinander da ein bisschen Sport zu treiben, habe ich mich entschlossen, doch Golf zu machen. Insofern glaube ich, da ist Axel der größere Fachmann, um jetzt um Einzelheiten zu kommen. Aber wir haben dieses Mal auch ohne dein Wissen einen Film gemacht mit deinem Trainer Axel. Und mal gucken, was der so über dich, übers Boxen, über Zippel, über Sponsoring und über diese große Gala, die uns alle erwartet, Ende des Jahres, so zu berichten hat. Ja, schaut rein. Gespannt. Viel Spaß. Ja, hallo Axel und Axel. Wie ihr seht, sind wir hier im Thaiholics Gym, wo ihr auch schon das ein oder andere Mal trainiert habt. Axel K. deutlich häufiger die letzten Jahre. Er bemüht sich immer 2 bis 3 Mal die Woche hier zu sein. Das weiß der andere, glaube ich, nicht, weil er immer sehr früh geht. Deswegen erzählt er immer irgendwie, dass das was anderes ist. Aber jetzt zu uns. Das Thaiholics Gym gibt es seit 1989. Wir sind jetzt hier am Mühlenkamp auf dem Hinterhof von Edeka Niemerszein. Auch nochmal für die kurze Werbung. Hier sind wir schon sehr lange und erfreuen uns immer noch vieler Mitglieder, von jung bis alt. Alt sieht man an euch und ich ja auch schon etwas älter. Ja, und wir sind in diesem Jahr wieder sehr froh, euch als Unterstützung zu haben bei Get in the Ring. Wir sind am 3.11. im Mehrtheater am Großmarkt wieder mit Get in the Ring, der großen K1 Kampfsportveranstaltung, welche ihr seit Jahren unterstützt. Und da sind wir natürlich sehr froh drüber und wir hoffen, dass ihr wieder zahlreich erscheint mit den Mitarbeitern eurer Firma und mit Freunden und Bekannten. Ja, Axel Krüger und ich haben uns kennengelernt nach einer Party, wo ja, es eine kleine Ungereimtheit gab und wahrscheinlich fing er danach auch mit dem Boxen an, weil er sich schützen musste. An dem Abend hat es nicht so gut geklappt. Das ist eigentlich die Geschichte, will ich auch nicht weiter vertiefen. Wir sind inzwischen gute Freunde, auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und die Sache ist längst abgehakt. Es wäre immer noch unfair, wenn wir uns prügeln würden, aber das weiß er auch. Warum Kickboxen, warum Thaiboxen für Alt und Jung? Für Jung, man holt sie ein bisschen von der Straße weg, vom Nintendo oder wie das heute heißt, von der Playstation. Gibt den Kindern Selbstbewusstsein, den Jugendlichen Selbstbewusstsein. Aufrecht gehen, es ist natürlich ein Sport, der sehr viel Koordination verlangt. Das ist, glaube ich, unser Hauptaugenmerk, dass man das wieder ein bisschen reinkriegt. Denn wenn wir heute Schüler kriegen hier bei uns, dann ist das Niveau grausam und das wollen wir gerne in diesem kleinen Bereich hier bei uns ein bisschen ändern. Und man hat 5-mal die Woche die Möglichkeit, hierher zu kommen und versucht es einfach mal, probiert es aus, ob es euch Spaß macht und willkommen bei Boxing Movement. Ja, bei Get in the Ring sind wir diesmal sehr international. Wir holen also ein paar Südafrikaner, mit denen wir sehr guten Kontakt haben, hier nach Hamburg. Die werden schon ein paar Tage vorher anreisen, damit sie sich ein bisschen akklimatisieren. Und wir haben natürlich wieder einen Amazonenkampf mit der Miriam Uslu, die wieder ihren Titel verteidigt. Wir haben einen eigenen Gürtel sozusagen kreiert, der sehr beliebt ist. Es gibt natürlich tausende von Gürteln.
Aber dieser ist ganz besonders beliebt, weil er tatsächlich einigermaßen gut aussieht. Wir werden etwa 12 Kämpfer haben, maximal, damit sich das Publikum nicht langweilt. Für die VIP-Gäste ist wieder was ganz Besonderes geboten, natürlich mit einem tollen Catering. Ja, Crispin Rahme ist der Eiflor, ist sehr wahrscheinlich auch am Start. Der hat ja gerade angefangen zu studieren, war ja bei euch als Lehrling sozusagen über uns, durch uns, wie auch immer angekommen. Hat, glaube ich, wie ich hörte, immer einen sehr guten Job gemacht, so selbstbewusst wie er hier auftritt. Das hat er bei euch wohl auch getan. Und vielleicht ergibt sich da in der Zukunft auch mal wieder was. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele Mitarbeiter kommen und ihn auch bei dem Kampf unterstützen. Und das Rahmenprogramm sieht eine kleine Überraschung vor. Wir werden wieder etwa 2000 Zuschauer in der Halle haben und alle Kämpfe, die Frage werde ich auf jeden Fall immer wieder beantworten müssen. Die gehen alle über 3x3 Minuten, bis auf die Titelkämpfe, die gehen 5x3 Minuten. Weil diese Jungs, die wollen ja schon ein bisschen was erreichen, die verdienen auch schon 2 Euro mehr als die anderen und müssen dann halt 5x3 Minuten ran. Ja, Axel, freue mich, wenn wir uns morgen wieder in der Halle sehen. Die Damen hinter der Kamera freuen sich auch schon diebisch darauf und brechen gerade zusammen vor Lachen. Und bis morgen. Und nicht vergessen, am 3.11. im Mehrtheater in Hamburg findet statt Get in the Ring. Das ist schwer auszusprechen, aber leicht. Du kannst vielleicht nochmal anfangen. Jetzt hast du dich schon ein paar Mal versprochen. Das ist dir nachher unangenehm. Wir kennen ihn ja. Fang da noch mal an. Der Herr Perfektionist. Theater findet statt. Get in the Ring. Ja, nee, komm, du sitzt da mit deiner Plauze und wir müssen hier den Kasper machen. Wir schreien ihn jetzt mal an, ja? Kriegen wir schon hin.